guten Abend. Ah, schön. Danke sehr. Fabelhaft. Ich bedanke mich. Das ist ja... Dankeschön. Herzlichen Dank. Dankeschön, meine Damen und Herren. Danke. Danke. Kinder, ist das ein Empfang? Ich hoffe, zu Hause ist das gleiche. Willkommen in München oder grüß Gott, sagt man hier in München, in der FSM. Willkommen zu Hause, ganz gleich, wo Sie uns zuschauen. Willkommen zur 54. Ausgabe der Pyramide. Wie immer, zwei Zuschauer, zwei Prominente. Der Zuschauer kann gewinnen und ich drücke beiden Mannschaften die Daumen. Und wie heißt es im Sport doch so schön, dabei sein ist alles und der Bessere soll gewinnen. Wir beginnen bei unserer Zuschauerin, die aus Bruck in der Oberpfalz kommt, heißt Martina Schulz. Und dazu kommt ein Mann, da muss man eigentlich nur sagen, der Bastian. Und Millionen Menschen zu Hause sagen, das kann nur der Horst Jansson sein. Genauso ist es. Martina Schulz und Horst Jansson. Guten Abend. Guten Abend. Liebe Martina. Sie hat vorher in der Aufnahmeleitung gesessen und hat gesagt, ich bin sowas von nervös. Ich habe ganz kalte Hände. Es hat sich ein bisschen gegeben jetzt. Ja, doch, es geht jetzt. Hat der Horst so als erfahrener Schauspieler ein bisschen Händchen gehalten? Ja, hat er auch. Ganz ruhig auf sie eingeredet, so wie auf sie, auf ihren Sohn. Ja. Lesen Sie abends dem Sohn, der ist 5 jetzt, nicht? Ja, der ist 5. Lesen Sie dem abends vor? Ja. Was lesen Sie? Mache ich schon. Naja, Märchen halt. Was für ein Märchen? Schneewittchen und sowas. Erzählen Sie doch mal Schneewittchen. Ah, naja, so ein kleines Stück. So schnell erzählen. Lesen Sie es oder haben Sie es auswendig? Nein, ich lese das. Ach, Sie lesen das? Ja. Also, dann müssen Sie jetzt ein Märchenbuch da haben. Nein, ich kann es auch so. Ich meine, ein kleines Stückchen. Schneewittchen heißt Schneewittchen, weil es so weiß ist wie Schnee und so schwarz wie Ebenholz und so rote Lippen hat wie Blut, ne? So fängt das an. Ach, ist das einfach. Schön. Oh, das muss ich mir merken. Und Sie, ist gut, ne? Ist gut. Liebe Martina, dann haben Sie noch etwas. Sie sind Hausfrau? Ja, auch. Da gibt es viele, die sagen, ich bin nur Hausfrau, das ist ein harter Beruf. Ich sage das immer wieder, wir Männer wissen das, wir sagen es nur so selten. Sollten das mal öfter sagen, nicht? Ja. Und Sie haben aber auch noch nebenbei, hätte ich die Möglichkeit, mich bei Ihnen zu versichern. Ja. Gegen was versichern Sie denn? Ich habe mich allein auf Unfallversicherung spezialisiert. Sind Sie also richtige Fachfrau auf dem Gebiet? Ja, kann ich sagen. Das heißt, also ich könnte zu Ihnen kommen und könnte sagen, ich bin da über die Kreuzung gefahren und hatte Rot. Habe ich Schuld oder habe ich nicht Schuld? Dann würden Sie sagen, Sie haben Schuld. Nein, wenn Sie bei mir nicht abgeschlossen haben, würde ich gar nichts sagen. Ach so. Horst, würdest du bei ihr eine Versicherung abschließen? Ich weiß nicht. Nach Prüfung des Händchens vielleicht. Ja. Ja? Lieber Horst, freue mich, dass du da bist. Wir unterhalten uns später ein bisschen. Mhm. Toi, toi, toi. Okay. Ihnen und auch dem Horst Jansson. Da oben sind eure Plätze. Nehmen wir Platz. Dann geht mal schön rauf. Und wir kommen zu einer Kollegin, die nicht nur im Traumschiff dabei war, sondern auch bei den schönen Ferien dabei war. Dort war sie eine Reiseleiterin, eine sehr charmante Reiseleiterin, Simone Rethel. Und dazu kommt Bernd Hennig aus Stuttgart. Ein immer strahlendes Wesen. Traumschiff, schöne Ferien. Traumschiff stimmt nicht ganz, da war ich nicht dabei. Ehrlich nicht? Nee. Aber also, Da habe ich Sie gesehen. Nee, aber es kann natürlich sein, weil wir gesagt haben, Traumschiff war eine ZDF-Serie, die müssen wir auch erwähnen. Ja, das nicht? Kann sein. Das andere ist ja ARD, ist ja der andere Kanal. Ja. Und, aber es ist ein Traumberuf, nicht so unterwegs sein, eigentlich Länder sehen und dabei Geld verdienen. Ja, wunderbar. Ist herrlich, nicht? Ist wunderbar. Ja. Schönen Abend. Toi, toi, toi. Ja. Herr Hennig, Sie sind Sie eigentlich Beamter? Nein, Angestellter. Aber Sie sind beim Landeskriminalamt des Landes Baden-Württemberg. So ist es. Und da gibt es Angestellte und Beamte. Ja. Was machen Sie? Sie sind Operator. Genau. Das liest man oft und wenige wissen, was damit anzufangen. Ja, hat nichts mit Messer und Skalpell zu tun. Meine Kollegen und ich, wir bedienen eine große EDV-Anlage mit Peripherie und Datenstationen in ganz Baden-Württemberg in diesem Fall. Mhm. Das sind die einzelnen Polizeidirektionen, aber auch an der Grenze, um dort, wenn anfallend, Überprüfungen zu vollziehen. Wenn zum Beispiel ein Fahrzeug erst gestohlen gemeldet wird,
Dann ist es bei Ihnen in dem Ding drin, da? Bei uns nicht. Auf Knopfdruck. Diese Abfrage wird übers BKA gemacht, bloß wir leiten das weiter. BKA, Bundeskriminalamt. Das ist das Bundeskriminalamt, ja. Und Sie sind Baden-Württemberg? Wir sind Baden-Württemberg. Wir leiten diese Sachen aber weiter technisch. Und diese Abfragen werden dann zum Beispiel an der Zolldienststelle gemacht. Und dann wird nachgeschaut in der Datenstation, ob das Fahrzeug vielleicht gestohlen gemeldet ist. Und falls das der Fall ist, werden sie dann angehalten. Wollen wir mal nachschauen, was da oben in der Wand drin ist? Ja? Darf ich bitten, liebe Simon Rethel, lieber Herr Hennig, da sind die Überschriften. Sitzen Sie gemütlich. Ja. Sehr schön. Wir haben im Kofferraum anzubieten, im Handschuhfach, im Nähkörbchen, im Werkzeugkasten, im Papierkorb und im Federmäppchen. Im Werkzeugkasten. Im Werkzeugkasten. Sind Sie handwerklich begabt, dass Sie gleich einen Werkzeugkasten kaufen? Ja, sehr. Was machen Sie da? Alles, was so anfällt zu Hause. Laubsäge arbeiten? Nee, das nicht. Nee, wenn so Lampen kaputt gehen. Oder das machen Sie selber? Ja, alle Toll. Elektrischen Sachen oder ich installiere. Das Haus hat noch nie gebrannt? Nein, bis jetzt noch nicht. Aber ich hoffe, es brennt gleich das Konto lichterloh für Sie, Herr Hennig. Um 500 Mark geht es später verdoppelbar auf 1.000. Toll, toll, toll. Achtung, fertig, los. Womit man... Hammer. Ja. Schraubenzieher? Nein, weil jetzt, das erste Wort war richtig. Schrauben. Ja. Dazu passen die Schraube und die... Dübel? Nee, so sechskantig mit dem Loch drin. Muttern. Ja. Eine Beiß. Zange. Ja. Und man... Säge. Nein, Säge. Ganz zart. Nein. Laubsäge. Nägel kann man damit auch. Pfeile. Ja. Und man... Der Bohrer war das mit dem Ritz. Das sieht auch ein Ritzbohrer, ne? Aber das war der Ritzbohrer. Horst. Wir nehmen im Kofferraum. Im Kofferraum. Ja. Achtung, was da alles liegen kann. Achtung, fertig, los. Für den Regen? Schirm. Für eine Panne? Ein Wagenheber. Allgemeines. Werkzeugkasten. Nein, nur das erste war Werkzeug. Richtig. Werkzeug. Ein Rad? Ein Reserverad. Reservereifen. Ja. Vorhin hast du schon mal gesagt, auch ein für Pannen. Wagenheber. Ein Strick zum Ziehen. Abschleppseil. Und ein Kan... Ah, ein Kanister. Ja. Ein Benzinkanister war gesucht, aber ein Kani hatten wir schon, aber es war auch über die Zeit. Herr Hennig. Oh, ich würde sagen, im Papierkorb. Im Papierkorb. Achtung, fertig, los. Wo ich reinschneuze. Taschentuch. Mehrzahl, ja. Lese ich jeden Tag neu. Zeitung. Schäle ich. Banane. Lese ich Angebote von Firmen drin. Werbeanzeigen. Größeres, so eine Große Seite. Große Werbeanzeigen. Nee. Weiter. Weiter. Wenn ich meine Rechnung nicht bezahle, bekomme ich eine? Rechnung, Mahnung. Ah. Und wo ist dieses Geschriebene drin in einem? Kuvert. Anderes. Briefumschlag. Briefumschlag war. Und Bananenschale hat er gesagt, schälen. Und da war natürlich die Schale bereits drin. Und der Herr Dr. Heindl hört ja immer sehr gut zu, wie wir alle wissen, nicht? Manchmal stört er auch, aber meistens ist er ja sehr, sehr ruhig und zurückhaltend. Das hat seine Frau gesagt, soll ich mal sagen, sonst kriegt er so ein schlechtes Image. Liebe Frau Schulz. Wir nehmen im Nähkörbchen. Im Nähkörbchen. Nein, du meinst Nähkästchen aus demselben Plaudern. Ja, natürlich. Aus demselben Plaudern, nicht so wie Traumschiffgeschichten und dann plötzlich in den schönen Ferien wiederkommen, weil jemand geplaudert hat. Also das ist Nähkästchen. Hier ist Nähkörbchen. Achtung, fertig, los. Schnippschnapp. Schere. Dann hier das sind Knöpfe. Dann, dass ich mich nicht steche, nehme ich Fingerhut. Ja. Mit was mache ich das hier? Nadel. Ja. Und was ziehe ich da durch? Faden. Ja. Hier das ist ein? Ein Band. Ja, was für ein Band? Elastisch. Elastisch. Gummiband. Ja. Ohne Band. Gummi. Ja. Ja. Dann, womit ich die Zentimeter drauf sind. Ein Zentimetermaß. Nee, Maß ist gut. Maß kommt von Ihnen und das ist ein? Oh. Ah. Maßband war es. Das Maßband war es. So dicht. Aber toll, Elf. Ein Maßband. Ja, das Maßband war es. Simon. Handschuhfach. Handschuhfach. Achtung, fertig, los. Womit ich durchgucke? Brille. Feuerzeug. Ja.
Wo man die Städte sieht. Karte? Ja. Straßenkarte? Nee. Landkarte? Ja. Kaugummi? Ja. Nachts braucht man eine. Taschenlampe? Ja. Von der Polizei kriegt man. Strafmandat? Strafzettel? Schein? Ja. Wenn das eingefroren ist. Haben wir jetzt nicht mehr, aber Eiskratzer hat man ja im Handschuhfach auch liegen, wenn Sommer ist, ne? Das war knapp. So. Ich zähle immer die Punkte. Es bleibt noch, lieber Horst, im Federmäppchen. Ja, also leider. Ein bisschen Rückerinnerung. Ja, leider. Nicht? An die Schulzeit. 3 Punkte bis zum Gleichstand, 4 bis zum Sieg, 7 Sieg und 200 Mark. Im Federmäppchen sind die Punkte zu finden. Achtung, fertig, los. Zum Schreiben? Bleistift. Ja. Rick. Zum Kreise machen? Zirkel. Bleistift. Spitzer. Mhm. Radiergummi. Mhm. Zum Schreiben, aber mit Tinte? Füllfederhalter. Mhm. Füller. Ja? Ja. Da kann man auch was einsetzen bei manchen. Hä? Einsetzen. Die Tinte kann man einsetzen. Patrone. Ein anderes Wort. Nein, nicht Patrone, sondern die Mine. Ach, Mine. Die Mine war es. Also 14 Punkte für Simon Rethel und Bernd Hennig. Und da sind jetzt die ersten 500 Mark. Ja, die sind schon da. Nimmt ihn keiner mehr. 500 haben Sie schon. Lass 500 Hände. Haben Sie schon. Wolltest du meine Hände in die Schlaufe stecken? Ja. Oh Gott. Ich freue mich, dass du die Sendung mal siehst. Und sofort ja. Weißt, ja, ja, sicher. Dass man sich anschneiden muss an der Stelle. Mal. Was kann ich denn für 500 Mark bei Ihnen versichern? Also bei mir können Sie für 500 Mark, Mittelklasse-Wagen. Sie können da 10-köpfige Familie versichern. Habe ich nicht. So viel? 10 Köpfe? Ja, dann strengen Sie sich an. Ich gebe das weiter, Frau Schulz. Ich gebe das weiter. Hey, Schatz. Wir haben so viel, 10-köpfige Familie. Also, lieber Horst Janssen, zusammengesetzte Hauptwörter, davon ist ein Teil ein Körperteil. Ein Teil Beispiel. Ein Körperteil. Zinsfuß. Ah, ja. Oder Daumenschrauben wäre auch so ein Wort. Nicht? Also ein Teil ist immer ein Körperteil. Sie haben es auch mitbekommen? Ja. Er erklärt, benutzt bitte nicht die Hände, weil sie angeschnallt sind, wenn es irgendwie geht. Ich werde mich bemühen. Weil es gibt ja Kollegen, die reißen die ganze Lehne raus. Das geht aber hier nicht. So nein, nein, es ist schwierig, aber es hat schon jemand geschafft. Ja? Ja, der Viktor Worms war beim letzten Mal auch ungeheuer dabei. Also. Du erklärst, sie kommt drauf, Achtung, fertig, weitersagen geht nicht. Los. Doc. Huhn. Brust, Hühnerbrust. Eselsohr. Faust. Und ein Licht, eine Kerze. Ein Faustfeuer, nein, Feuerfaust. Ein Körperteil, ein ganzes Faustarm, Körperteil. Nee, Armfaust. Was ist das da? Ganzer. Ein ganzes Teil auf der rechten Seite oder auf der linken Seite. Arm. Ja. Ach, Arm. Arm. Und jetzt, wo ist die Kerze drauf? Ständer, nee, Quatsch. Nein, mehrere Kerzen sind auf einem. Leuchter, Armleuchter, ja, ja klar. So, auf dem Körper oben ist ja, der. Ist das Ohr. Nein. Der Kopf. Ja, ja. Und an einem Baum wächst eine Nuss, Glatte. Kopfnuss. Ja. Und auf dem Pferd. Nein, auf der Wiese ein. Also ich habe schon oft, lieber Horst, habe ja schon sehr oft Bullen auf der Wiese gesehen. Oh, dass die also immer so schaukeln. Ja, also ich muss mal irgendwann muss ich mal unseren hochverehrten Produzenten, den Herrn T. Waag, fragen, warum wir die Dinge eigentlich haben. Die brauchen wir eigentlich gar nicht mehr, nicht? Wobei mir natürlich als alter Segler Bullauge nicht als Fenster im Schiff eingefallen ist. Ist natürlich auch ganz dumm, nicht? Nicht ganz dumm. Du bist ein alter Segler. Wir segeln gleich weiter. Ich segel erstmal zu Simon rüber. Fenster im Schiff, das ist ganz einfach. Simon, es gibt Menschen, die sagen, das ist eigentlich nur ein Traumberuf. Unterwegs sein, Filme drehen, von allen angesprochen werden, immer nur in großen Restaurants sitzen, immer mit blendend aussehenden Männern zusammensitzen, immer tolle Regisseure haben. Ist das nur ein Traumberuf?
Also für mich, muss ich sagen, ist es nach wie vor ein Traumberuf. Aber der Traumberuf ist natürlich verbunden mit viel Arbeit und mit viel Fleiß. Und man muss natürlich auch viel Glück haben. Aber ich habe nach wie vor einen irrsinnigen Spaß beim Theaterspielen, beim Fernsehen, immer. Das macht mir sehr viel Spaß. Zurzeit spielen Sie in Ettlingen? Ja. Unter Barlock? Ja. Wie es euch gefällt? Die Rosalinde, und das ist auch eine Traumrolle. Also ist es alles Traum. Ja, mhm. Ist es wirklich. Ist es. Könnte man das so weit sagen, ich kann ohne den Beruf eigentlich nicht leben? Das ist ein bisschen zu, das weiß ich nicht, das glaube ich nicht. Aber also wenn Reiseleiter oder Theater spielen, da würde ich Theater spielen. Doch. Sind Sie verliebt, verlobt oder verheiratet? Ich bin verliebt, verlobt nicht und verheiratet auch nicht. Also verliebt? Ja, immer. In denselben? Ja, meistens. Ja. Wenn der nun morgen kommen würde und würde sagen, Schätzchen, ich möchte dich heiraten, aber tu mir einen Gefallen, du darfst nur einmal im Jahr 4 Wochen spielen, sonst ertrage ich das nicht, wenn du nicht zu Hause bist. Ja, das ginge, glaube ich, nicht gut. Denn da würde ich ziemlich unglücklich und würde mich auch meine Art verändern, wenn ich nur noch zu Hause säße. Sie liebt den Beruf. Ja, echt. Ich merke das schon. Ja. So, wir haben weitere Überschriften. Ja. Da sind sie. Alles, was Beine hat, alles, was man sprengen kann, alles, was einen aufhalten kann, alles, was man anziehen kann, alles, was man nicht unbedingt verleihen sollte und alles, was man brechen kann. Alles, was man nicht unbedingt verleihen sollte. Ja. Ja. Schön. Alles klar. Um 1000 Mark geht es in der zweiten Runde. Später verdoppelbar auf 2000. Achtung, fertig, los. Damit fährt man. Auto. Ja. Zahnbürste. Ja. Mit denen spielt man Musik. Hunde, schwarze. Schallplatten. Ja. Ein Mädchen. Frau. Nein, ich wäre jetzt deine... Verlobte. Nein. Freundin. Noch nicht, ja. Und was habe ich im Portemonnaie? Geld. Ja. Vorhin, was ich... Hammer, Säge, was ist das alles? Werkzeug. Oh. Werkzeug, dazu kam ich mir. Aber 5 Punkte. Gleich gut vorgelegt. Horst. Alles, was man anziehen kann. Ja, dann zieht mal schön an. Achtung, fertig, los. Im Auto? Handbremse. Hemd? Für Frauen? Strumpfhosen. Mhm. Das verstehe ich nicht. Ein Pferd? Die Zügel. Mhm. Was man anziehen kann? Mantel. Man schlupft rein mit 2 Ärmeln. Jacke. Ja. Man hat Pech? Unglück. Wieder ganz kurz davor vor der 7, das wären ja 200 Mark gewesen, nicht? Horst, nun muss ich einmal fragen, Zügel kann man doch anziehen. Ja, natürlich, ja. Es war eine Fehlinformation von meinem langsamen Gehirn. Ach so, du hast die Züge wieder auf dem Schiff gesucht. Ist mir aber dann wieder eingefallen. Ah ja, das ist doch schön. Ich habe mich gezügelt sozusagen. Ja, völlig klar. Aber er hat eben gesagt, ich würde das nicht verstehen. Und ich könnte mir vorstellen, dass viele zu Hause sagen, ich verstehe das nicht. Der da hinter ihm sieht aus wie der Chris Roberts. Ist er das? Ja. Grüß dich, Chris. Freue mich, dass du da bist. Und wenn wir gerade dabei sind, da vorne ist der Martin Mann, der mal meilenweit gegangen ist. Erinnern Sie sich auch dran? So, und jetzt Herr Hennig. Alles, was Beine hat. Alles, was Beine hat. Laufen Sie. Achtung, fertig, los. Zum Stuhl gehört der? Stuhlbein. Nein, der, wo ich dran sitze. Lehne. Nein, davor, vorm Stuhl. Tisch. Ja. Fotomodell, anderes Wort dafür. Mannequin. Wenn ich nicht die Wahrheit sage, dann? Lügig. Das Hauptwort? Lüge. Das Tier mit dem langen Hals? Giraffe. Wo sitze ich drauf? Stuhl. Was mache ich? So ein Insektmast mit vielen Beinen? Insekt? Ein Tausendfüßler? Nee, so wie nicht. Spinne. Die Spinne. Hat ja auch einige Beine, ne? Martina. Alles, was man brechen kann. Achtung, fertig, los. Ein Wachsender, ja. Kein Krieg, sondern? Frieden. Ja. Eine Heirat, das ist eine... Kurz, 3 Buchstaben. Ehebrechen. Ohne, ja. Dann die langen Nudeln aus Italien. Spaghetti. Ja.
Dann die Hülsenfrüchte. Keine Erbsen, keine Linsen, sondern... Bohnen. Ja. Dingsbums. Wenn ich jetzt was nicht richtig sage, dann habe ich ein... Wort gebrochen. Ach, Quatsch. Nee. Versprechen. Auf das Versprechen wollte sie hinaus. 11-10. Ach, Quatsch, war gut. Simon. Alles, was man sprengen kann. Achtung, fertig. Dann sprengt mal schön. Los. Ein riesengroßen Stein. Felsblock. Das Fels. Erste Block. Wiese. Gras. Rasen sprengen. Wenn ich hier eingehe. Fessel. Ja. Ein in Monaco. Die. Hier, Spielbank, Casino. Ja. Und dann diesen großen Schrank, wo man Safe. Den knacken kann, ja. Tresor. Ja. Und ein Bild ist im. Ich kam leider erst danach. Der Rahmen. 4 Punkte. Spannend, ne? 4 Punkte bis zum Gleichstand. 5 bis zum Sieg. Oh, 7 Sieg und 200 Mark. Achtung, alles, was einen aufhalten kann. Achtung, fertig, los. Auf der Straße eine Lampe. Laterne. Nein, Quatsch. An der Kreuzung. Ampel. Welche Ampel? Rot. Rote Ampel. Jemand, der neben einem wohnt. Meine Nachbarin. Ja. Auf der Autobahn viele Autos. Stau. Der Reifen ist geplatzt. Panne. Einer, der langsam fährt. Ein Schleicher. Nein. Nein. Ein Sonntagsfahrer wäre das gewesen. Ja. Jetzt haben wir einen Gleichstand. 15-15. Und da es um 1000 Mark geht, wenn Sie unsere letzte Sendung gesehen haben, wissen Sie das? Dass wir diese 1000 Mark erst einmal teilen. 500 da und 500 da. Und um die zweiten 1000 spielen wir jetzt. Darf ich Sie bitten, hierher zu kommen? Ja. Herr Hennig, Sie bitte dichter noch daneben, schön dicht daneben. Jetzt schauen Sie auf das linke rote Licht bei der Kamera 2, Sie auf das rechte rote Licht. Und ich sage etwas, und wenn Sie wissen, worauf ich hinaus will, dann sagen Sie es laut und deutlich. Post. Brief. Urlaub. Karte, Ansichtskarte. Urlaubskarte. Das ist richtig, die Ansichtskarte war es. So dicht, aber die Ansicht war es eben. Darf ich bitten, dass wir so rum reinrollen? Das sind jetzt schon mal 500 und jetzt spielen wir um die 1000. Ne? Und da haben wir zusammengesetzte Hauptwörter, Vorschläge für neue olympische Disziplinen. Beispiel wäre ein Irrläufer. Nicht? Ja. Wäre eine Wortschöpfung, ein Irrläufer. Ja, ja, ein Irrläufer. Eine tolle olympische Disziplin. Nicht? Ja, ja, ja. Wenn man sich vorstellt, die wissen nicht, wo sie hinwollen. Ja. Könnte man manche Politiker hinschicken. Ja. Nicht? Die einen rennen da und morgen rennen sie in die Gegenrichtung. Kann alles passieren. Aber das ist also natürlich ein erfundenes Wort. Davon haben wir mehr. Wie erkläre ich hier? Darf ich bitten, es nützt zwar nicht viel bei Ihnen, aber... Achso, ja, 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 die Hände in die Schlaufe. Gnutzt hat es zwei nix. Gnutzt hat zwei nix. Achtung, fertig, los. Oh, Licht am Auto vorne. Scheinwerfer. Zum Kuchen... Tortenschaufel. Nein, aber... Ja. Tortengabel. Nein. Torte stimmt. Die Torte wird damit... Tortenmesser. Nein. Torten. Ist völlig richtig. Torten, du hast schon gesagt, ein anderes Wort. Torte. Tortenheber. Ja. Ach so. Im Gesetz stehen... Paragraphen. Paragraphenreiter. Ja. Beim Tennis braucht man einen... Einen Schläger. Und der von der Seite kommt... Neben. Ein, nein. Was? Er kommt nicht gerade, sondern von der Seite. Hat mit Tennis schräg. Nichts zu tun. Ja, schräg, ja, aber ein anderes Wort für schräg. Seitlich, neben, links. Nein. Steil, nee, auch nicht, hä? Nein, auch nicht. Meine Schwiegermutter kommt auch mal so von der Seite. Nicht gerade, sondern die Schwiegermutter kommt. Schief, um die Kurve, um die Ecke. Tennisecke, nee, Quatsch. Schlägerecke. Oh, das war der Querschläger, war es. Der Querschläger ist es gewesen. Was wäre denn noch gekommen, Frau Schulz? Der Traumtänzer. Und dann hätten wir noch gehabt einen Nichtschwimmer. Ja.
Ist auch eine tolle neue olympische Disziplin, ist nicht? Auch gut. Wie ein sehr schnell beendeter Wettkampf. So eine Erinnerung, nicht? Ja, ja, wirklich. Ja, sehr Jugenderinnerung, schöne, schöne Geschichte, Mann. Hübsche, hübsche Schlager. Ja, ja, fällt einem so einiges dazu ein, nicht? Sag mal, du bist... Was? Nee, wollte ich ja nicht. Deine Frau ist da. Ja. Freue mich, dass ich sie sehe nach langer Zeit, die Hella. Sag mal, du machst jetzt Tournee im Herbst. Bist du, ja, ich spiele im Herbst eine Welturaufführung. Von Rainer Erler, das heißt Die Orgie. Das wird zum ersten Mal gespielt. Das spielen wir erst auf Tournee und dann in Stuttgart im nächsten Jahr. Das heißt, du bist jetzt schon textfest? Nein, um Himmels Willen leider noch nicht. Wie ist denn das bei dir? Wie lernst denn du? Bist du jemand, der schnell lernt? Bist du jemand, der eigentlich etwas aufsaugt und sagt, das habe ich drin? Ich lerne an für sich relativ schnell, wenn ich gewisse Hilfen habe. Also auf der Probe lerne ich sehr schnell. Zu Hause für mich, wenn ich im Kämmerlein sitze und das einfach so in mich rein lernen muss, lerne ich etwas schwerer. Also dann muss ich schon rechtzeitig anfangen, damit ich bei 5 Wochen Proben kann man sich auf die Probenzeit nicht so sehr verlassen, dann muss man das schon vorher in den Kopf reinkriegen. Dann kommt ja ein ganz entscheidender Punkt. Du bist ja eigentlich sehr selten in dem stillen Kämmerchen zu Hause, weil du viel unterwegs bist. Und was man eigentlich kaum weiß, was ich auch, ich gebe das zu, nicht gewusst hätte, hätten wir uns nicht heute Mittag unterhalten, dass du sehr viel im Ausland machst. Was viele bei uns gar nicht mitbekommen, was eigentlich schade ist. Ja, sehr viel ist übertrieben, aber ich mache so jedes Jahr meistens eine Sendung, manchmal einen Spielfilm, manchmal ein Fernsehen. Und jetzt im Augenblick mache ich gerade einen Film, einen amerikanischen Film. Da spiele ich die Rolle eines Deutschen natürlich. Es geht um die letzten Tage von General Patton. Mhm. Und die Hauptrolle spielt da George C. Scott. Und Horst Janssen ist dabei, was ja ein großes Kompliment ist für ihn. Ja, nicht? Ja, ja. Warum schreibt man darüber nicht hier? Warum fahren dann nicht sofort Journalisten mit rüber? Ich meine, deine Frau, die ja selber Journalistin war, daher kenne ich sie ja, hätte ja eigentlich sagen müssen, ich rufe da sofort einen Kollegen an, sag, pass mal auf, Kerlchen. Fahren wir rüber, der Horst macht eine Riesengeschichte. Ab und zu mal wird schon darüber geschrieben, aber natürlich meistens erst dann, wenn der Film nach Deutschland kommt oder wenn er bei uns im Fernsehen läuft, wenn er synchronisiert wird, dann kommen die deutschen Journalisten natürlich und fragen, wann hast du das gemacht und wie. Aber man kann ja auch schlecht hingehen und kann sagen, hört mal zu, ich mache jetzt das und schreibe das mal alles schön in die Zeitung. Das ist auch blöd, nicht? Also wenn man nicht gefragt wird, kann man es auch nicht erzählen. Jetzt hast du es ja erzählt. Jetzt habe ich es. Ich wollte es ja mal unbedingt mal sagen nach draußen. So, wir haben Überschriften. Okay. Im Fitnessstudio, letzte Runde, im Waschsalon, hinter der Theke, im Tierheim, im Cockpit und am Kiosk 1500 Mark, die man später verdoppeln kann auf 3000. 1550 haben sie schon. So, Moment. Diesmal klappt das nicht mit dem Telefon wieder. Es geht ja hier weiter. Es geht ja hier weiter, weil die hier gerade in der Pyramide waren, nicht? Ich habe eben durch das Gespräch vergessen und durch die Hornets. Hier muss ich fragen, was es sein darf. Hinter der Theke. Hinter der Theke. Ja. Also vor der Theke jetzt ein schönes Bier wäre mir lieber. Nicht? Achtung, fertig, los. Woraus man trinkt? Gläser. Dann wischt man es ab. Mit Tuch. Schwamm, Glas, Hand. Handtuch. Ja. Und man zieht aus der Flasche den... Korken. Und dann zahlt man an der... Theke. Nein. In der Kasse. Ja. Und man öffnet das Bier mit... man trinkt aus einem... Strohhalm. Und dann der Mann hinter der Theke, ist der... Ist Ober. Nee. Kellner. Ja. Dem die ganze Klavier. Nee, ist der Wirt. Das ist der Wirt. Lieber Horst. Nein, dann nicht. Natürlich nicht. Was darf sein? Aber wir nehmen den Waschsalon. Den Waschsalon. Ja. Achtung, fertig, los. Gott. Man braucht etwas zum Einwerfen. Münzen. Es dreht sich ganz schnell. Die Trommel, die Schleuder. Ja. Es sind viele Leute vor einem, man muss... Schlange stehen, anstehen, warten. Ja. Man nimmt sich etwas mit zum... Lesen. Das ist bestimmte Dinge. Zeitung. Ja, aber noch ein anderes Wort dafür. Illustrierte. Nein. Zeit war richtig. Zeit. Zeitschriften. Ja. Dann wird die Wäsche wieder... trocken und dafür braucht man einen Trockner. Ja. Aber der kann Trockner, nicht mehr. Trockner, der kann nicht mehr. So, damit es nicht trockener wird, Frage an Bernd Hennig. Wir gehen ins Tierheim. Wir gehen ins Tierheim. Achtung, fertig, los. Da, wo die Hunde drin sind, große. Zucht? Nein. Käfig. Ja, anderes Wort für Käfig. In Dresden gibt es auch ein Schloss, das heißt so. Zwinger. Und was kriegen die essen? Futter. Ja. Und aus was kriegen die das, so kleine Dinger? Also Futternapf. Ohne Futter. Napf. Und wenn sie gegen hier mit sowas... Geimpft was werden. Die Staupe. Die Impfung. Und kleine Hunde sind?
Hunde, Babys. Kleine? Ganz kleine Hunde. Ja, wie nennt man die? Ja, ganz kleine Hunde. So kleine Hunde. Na, was sind denn das für Hunde, wenn die so klein sind? Wie nennt man die kleinen Hunde? Das sind Welpen. Welpen. Das sind Welpen. Wir nehmen am Kiosk. Gerne. Ja. Achtung, fertig, los. Das kann man essen. Eis. Na, das wird auf dem Grill gemacht. Würstchen. Groß. Würstchen Steaks. Groß. Würstchen groß. Nicht verniedlicht. Bockwurst. Nein, keine Bockwurst. Sondern eine, die wird gegrillt. Eine. Weiter. Dann hier das trinke ich, eine halbe. Bier. Ja. Das aufgespießte Fleisch ist. Schaschlik. Ja. Dann trinke ich den kurzen, das ist ein. Korn. Nee, ein Oberbegriff. Schnaps. Ja. Ja, der Schnaps kam noch. Die Bratwurst. Ach, die Bratwurst. Ganz einfach. Die Bratwurst war es. Simone. Cockpit. Cockpit. Nicht Simone, sondern Simone. Ich bitte um Verzeihung. Ja. Das E bitte streichen. Simone. Cockpit. Achtung, Happy Landing. Los. Der Pilot, der. Fliegt. Ja, der Mann, wie heißt der? Der Pilot. Der Co-Pilot. Nein, der Chef von der ganzen. Vom Flugzeug. Flugzeugführer. Auf dem Schiff gibt's das auch. Kapitän. Ja. Und der daneben? Das ist der Co-Pilot. Ja. Und das, womit man Steuerhorn, zieht. Steuerhorn, Knüppel. Steuerknüppel. Ja. Und wenn man abstürzt, kriegt man eine. Fallschirmschwimmweste. Ja. Und das, was man auf dem Kopf hat. 13 zu 7. 6 Punkte. Es bleibt spannend bis zum letzten Augenblick. 6 Punkte bis zum Gleichstand. 7 bis zum Sieg. Und dann zusätzlich auch noch 200 Mark als Siegprämie. Na, was wollen wir mehr? Achtung, fertig, los. Man schwitzt. Sauna. Man macht Übungen. Gymnastik. Man hat eine Hantel. Eine Leine, wo man klettern. Seil. Man bewegt sich fort auf einem sich bewegenden. Fließband. Ja, aber. Laufband. Ja. Man sonnt sich. Solarium. Das ist die zweite Möglichkeit zum Gleichstand habt ihr gepackt. 13 zu 13, das heißt 750 da, 750 da. Und um die 1500 spielen wir wieder. Das kann doch nicht wahr sein. Das darf nicht wahr sein. Also, jetzt kennt ihr das bereits und ich fange an. Sommer. Urlaub. Ferien. Freunde. Grillen. Lampignons. Feier, Party, Grillfest. Grillfeier. Würstchen. Grillparty. Lampionfeier. Quatsch. Rasen. Rasenparty. Grillparty. Oh. Grillfest, Grillfeier, Fete. Grill. Ja. Grillfeier. Grillfest, Grillparty. Blumen. Geburtstagfeier. Nee, Quatsch, Sommernachtsfest. Hä? Sommerfest. Blumen. Blumen. Vor dem Haus. Geranien, hä? Also, ich fange mal vorne an. Was? Rasenfest. Nein. Was ist denn vor dem Haus? Gartenfest. Ja. Ach, du hast das Gartenfest. Ich hab gedacht, wir kommen da nie mehr hin. Also, rollen wir so rum rein. Ich muss ja auf das Wort kommen, das da steht. Sonst kommt Herr Dr. Heinl und sagt, Sie haben was anderes gesagt. So, jetzt geht es. Jetzt geht es. Bitte anschnallen, ja? Ja. Um Hauptwörter, davon ein Bestandteil, ein Beförderungsmittel, als Ganzes jedoch kaum zum Fahren zu gebrauchen. Bitte? Gott, oh Gott. Ein Beförderungsmittel, als Ganzes nicht zum Fahren zu gebrauchen. Also zum Beispiel ein Anzug. Ah. Ist ein Zug? Hinten, nicht? Vorne ist ein Anzug. Könnte ich eigentlich schlecht mitfahren. Nicht? Aber es ist ein Zug dahinter. Davon haben wir jetzt 6 Stück. Was habe ich hier innen drin, mit dem ich atme? Die Lunge. Lungenzug. Ja. Und ein Tier, auf dem man reitet. Pferd. Ja. Und ein Stab, auf dem die. Ein Pferdestab? Deckenpferd? Nein. Eine Hochzeit in einer. Pferd in einer. Kutsche. Ja. Und zurück. Zurück auf Französisch. Retourkutsche. Ja. Ein großes, was auf dem Wasser ist, ein großes
Schiff? Ja. Und wo geht man in beten? In die Kirche? Ja, zusammen. Kirchenschiff. Ja. Womit man fährt? Fahrrad. Mhm. Rad. Und damit, und man macht Wolle damit? Wolle? Mit Wolle. Einem Rad? Spinnrad. Ja. Und die Weltkugel? Ist rund? Ja, die Weltkugel. Ah, aber das ist so schön, dass das Wort noch kam. Man das so hübsch von Uli Rossius erfunden. Ein Bus, ein Globus. Oh ja, das so. Ist ganz Blumen. Da. So, wo sind denn unsere Mädchen? Dankeschön, Freya. Dankeschön, Jackie. Dankeschön, liebe Linda. Dankeschön, Gitta. Dankeschön bei Ihnen allen zu Hause fürs Zuschauen. Guten Abend, auf Wiederschauen.